Hallo und herzlich willkommen zur 35. Ja, es müsste die 35. Folge sein, jetzt von der Odyssee-Mod. Ich muss direkt mal was Lustiges am Anfang erzählen. Ich habe nämlich gerade zwei Tastaturen vor mir. Ja, die eine Tastatur, die ich normalerweise immer benutze, naja, sagen wir es mal so, unglücklicherweise ist die linke Pfeiltaste unbrauchbar geworden. Ja, was heißt das? Gothic ist nicht mehr spielbar. Also ich weiß nicht, wie ihr Gothic spielt, mit welcher Tastenbelegung. Weil ich spiele, ich glaube, mit den Pfeiltasten, ne, und dann mit A und D, sowas halt, ne. Und ansonsten, ja, ich spiele eigentlich komplett ohne Maus, außer wenn ich mich umschauen will, wie so etwa zum Beispiel. Wobei ich gerade sehe, man könnte auch mit Pfeiltasten und, nee, komm. Das funktioniert so nicht. Ja, was gibt's zu tun? Ah ja, guck mal, dafür brauchen wir das zum Beispiel. Ja, da unten ist das Boot wahrscheinlich, hier von dem Ork, den wir in der letzten Folge getötet haben, nach 5 oder 6 Versuchen, glaube ich. Ist auch egal. Wir springen, kann man hier runter springen? Ich weiß gerade gar nicht. Wir probieren's. Ja, wir konnten, alles gut. Nur kurz ein Standbild zur Begrüßung der Aufnahme. Ist das nicht toll? So, weiter geht's. Da hinten ist die Mulred-Insel. Ich weiß nicht, es kann sein, dass dann die Gegner wieder gespawnt sind. Ich bin mir aber nicht sicher. Wir könnten ja mal schauen. Hätte ich die auch normal runtergehen können, oder? Ah, okay. Ja, das war offensichtlich. Ansonsten sehe ich hier kein abgelegenes Boot auf der Insel. Ob hier irgendwo Loot rumliegt? Ich glaube, er sollte eigentlich jetzt wieder normal laufen. Liegt hier wenigstens irgendwas? Ne, wenigstens eine Muschel. Ja, komm. Ich muss mich total umgewöhnen gerade an die Tastatur wieder. Deswegen laufen wir doch mal kurz oder schwimmen wir doch mal darüber auf die Mulred-Insel und schauen, ob es was Neues gibt oder nicht. Falls nicht, speichere ich mal lieber hier ab, damit wir uns den Rückweg wenigstens ersparen können. Ja, mir wurde wieder vieles zugetragen oder ich habe wieder vieles mitbekommen, habe wieder fleißig geschrieben in den Kommentaren. Auch wieder viele hilfreiche Tipps, auch gerade von den Machern der Mod, deswegen dafür bedanke ich mich nochmal hier offiziell, weil ich finde es echt klasse, dass die, oder ihr, dass ihr das schaut und mich tatkräftig unterstützt mit Informationen. Ihr solltet es ja am besten wissen, deswegen kann ich mich auf diese Informationen eigentlich berufen, sprich ich kann denen vertrauen. Also da kommt jetzt keiner, der mir irgendwie Scheißdreck erzählt, denke ich mal. Ja. Sonst noch irgendwas? Wollt ihr irgendwas anderes sagen hier auf dieser langen Strecke gerade zur Insel, wo ich sowieso schon wieder gar keinen Gegner sehe? Ja, also ich weiß immer noch nicht genau, wo das Lurker-Nest ist. Da wurde mir auch ein bisschen was zugetragen. Ich habe nur eine Vermutung. Und dieser Vermutung werden wir auch nachgehen. Derer werden wir nachgehen. Ich bin mir aber, wie gesagt, immer noch nicht sicher. Ja, dann würde ich immer noch gerne wissen, wo das letzte Paladin-Schwert zu finden ist. Es sollten ja 3 sein, glaube ich. Wie gesagt, ich habe gerade nur so bruchstückhafte Erinnerungen, die in meinem Kopf hin und her fliegen. Deswegen, ich muss wieder ein bisschen zurechtfinden. Wir haben ja nicht mehr so viel zu tun. Und ich weiß jetzt auch, warum wir... Also das, was wir... Also gut, hier ist nichts mehr. Das, was wir mit Cian in der Nacht besprochen haben, war nicht das Geheimnis, von dem mir Domme erzählt hatte. Sprich, diese, was, also nicht geheime Quest, aber ja, man weiß ja von Anfang an in der Mod, Cian macht irgendwas in seinem Zimmer und nachts können manche Rekruten nicht schlafen und man soll dem ja indirekt auch nachgehen können, weil, naja, sonst macht man ja nicht den Aufwand, ne, mit dem ganzen Herumgerede und ich muss mal ganz kurz nochmal hier hochspringen, weil sonst mit der Laufanimation möchte ich nicht durch die Gegend rennen. Okay, dann laufen wir halt mal da hoch, vielleicht geht's dann weg. Ja, und wie gesagt, ich habe das erst verdrängt, beziehungsweise ich habe es einfach, ja, ich habe es verdrängt. Das ging einfach irgendwie verloren, dass man mit Cian mitten in der Nacht mal reden sollte, aber da wir gerade noch Quests für ihn machen, geht das nicht. Deswegen, soweit ich das jetzt verstanden habe, können wir ihn um Mitternacht erst ansprechen. Das sieht gerade so blöd aus, gell? Können wir ihn erst um Mitternacht ansprechen und ihn überraschen, wenn wir...
Ach so, jetzt geht's wieder. Wenn wir die Lurker Nest Quest erledigt haben. Deswegen nicht wieder nicht zu tief fallen. Okay, das war noch annehmbar. Was liegt hier? Eine Waldbeere. So. Jetzt sind wir wieder hier, ne? Die Hornisen können wir immer noch nicht prügeln. Aber wir können abspeichern und haben schon mal in den ersten, weiß nicht, 3-4 Minuten nichts erreicht. Ja, doch. Kundschafter, stimmt. Ich muss ja hier aber auch, ne? Ich habe auf der anderen Seite der Insel ein verlassenes Boot entdeckt. Wem mag es wohl gehören? Ja, dreimal darfst du raten, Roland. Das kannst du ja wohl denken, oder? Gut. Was gibt es noch alles zu erledigen? Ja, die Paladin-Schwerter, das wertvolle Öl, das können wir jetzt noch nicht erledigen. Bliblablub. Gut, ich würde sagen, warte, was ist eigentlich in der roten Mine? Können wir mit Wenzel darüber reden, dass wir da drin waren, oder? Ach nee, halt. Bevor wir die Lurker-Nest-Quest angehen, will ich nochmal in dieses, in die Gruft, nee, nicht in die Gruft, in die, bin ich blöd, in die Gruft, in diese, Grotte auch mitgehen, deswegen, ja. Und zwar, wenn wir hier bei dem guten, wie hieß er? Der Jäger. Ist mir der Name entfallen, das kann doch nicht wahr sein. Gott, mir ist gerade echt der Name entfallen. Vom Jäger. Überlassen wir es bei Jäger. Bei dem sein Haus. War ja so eine Grotte. Wo brannt das? Ich bin doch gerade voll falsch, oder? Ja, richtig. Ich muss ja erstmal außen rum. Ich bin gerade voll. Ich suche gerade die ganze Nacht der Grotte und irgendwo einen Weg nach oben. Ja, aber krieg's nicht hin. Ja, übrigens. Ich sollte mich auch, wurde mir auch öfter mal geschrieben, immer mal wieder auf solche Berge wagen. Ich hoffe, damit sind solche Berge gemeint. Wobei wir auf dem hier schon drauf waren. Hier ist auch mal ganz netter Loot zu entdecken. Da oben, waren wir da oben schon? Über der Mine? Ich bin mir gerade nicht sicher. Auf jeden Fall, hier gibt es auch netten Loot. Deswegen sollen wir uns da immer mal wieder so einen Berg abgrasen. Eventuell liegt ja irgendwo Uriziel, ne? Und dann hat man es schon mal. Hey, soll es ja nicht runterfallen. Was ist da hoch? So, geht doch. Und hier oben haben wir auf jeden Fall schon mal ein paar Kräuter. Das ist schon mal besser als gar nichts. Ich sage ja immer Hauptsache Loot. Bei Gothic kann man alles irgendwie verwerten. Entweder man benutzt es oder man versucht auf den Berg da zu kommen. Nee, oder man versucht, ja, irgendwie, entweder man benutzt die Items oder man macht Geld draus und dann, ne? Gut, am Ende hin hat man dann 50.000 Gold, immer noch 40.000 Waffen, 30.000 Nahrungsmittel und 20.000 Spruchrollen sowie 40.000 unnütze Sachen und vielleicht ja sonst noch ein bisschen mehr Zeug. Allerdings egal. Vollkommen egal. Hat sich alles gelohnt und man darf das nicht bereuen, jemals etwas aufgesammelt zu haben, denn ihr müsst's ja immerhin so mal sehen, es ist kostenlos, ne? Und immerhin auch so eine kleine Pflanze. Die kann euch mal das Leben retten. Ich höre schon den Lurker. Irgendwo hier ist es. Irgendwo hier. Wisst ihr was? Ich gehe jetzt erstmal die Wand hier ab. Oha, ich glaube, hier ist Jackpot. Jackpot. Glaube ich. Okay, wir haben, glaube ich, das Lurker-Nest. Oder das sollte hier sein, glaube ich, ja. Da habe ich zwar nicht vermutet, allerdings habe ich mich jetzt gerade mal kurz von meinem Gefühl leiten lassen. Und mein Gefühl hat mich nicht enttäuscht. Wir haben es gefunden. Ich wollte jetzt eigentlich erst nach... Ich habe eigentlich gedacht, die Höhle wäre da, wo wir schon mal waren, wo ich dann erst nicht weitergehen wollte. Wenn man direkt aus dem Dorf rausgeht, wenn man einfach nach links da hinten reingeht, wo man dann wieder vor der Palisade steht oder vor dem Wall oder was auch immer, vor der Holzabdeckung. Ich höre doch immer noch Lurker. So, verarschen kann ich mich auch alleine. Wo sind die? Hier sind irgendwo noch Lurker. Also da hinten. Da dachte ich eigentlich, wäre irgendwo das Nest.
Beziehungsweise dachte ich, dass sich vielleicht in diesem Berg hier das Nest verbirgt. Aber wir können ja nochmal schauen. Ist ja nicht, dass wir da nicht nochmal hingehen können und nochmal nachschauen können. Es gibt ja hier keinen strammen Zeitplan oder sowas. Ich versuche mal, mir zwar immer einzuteilen, was man so in der Folge alles erreichen könnte. Dann am Ende schaffe ich dann ein Fünftel davon. Aber das ist immerhin schon mal besser als gar nichts. So, da ist die Hütte vom Jäger. Mir ist gerade echt der Name entfallen. Tut mir echt leid. Ist doch so irrelevant, der Kerl. Wie gesagt, da unten ist ja gleich die Grotte. Mal schauen, was wir da noch finden. Ist hier eventuell noch irgendwo ein Lurker? Nö. Okay, wäre auch krass, wenn ich den Lurker hier unten am Strand von da hinten hören würde. Das wäre ein bisschen, ja, unrealistisch. Aber egal. Wir schauen mal, was es hier zu entdecken gibt. Denn ich würde auch die rote Mine-Quest gerne erledigen. Und da wir ja nicht alle in alle Gänge der Mine reinkommen, gehen wir halt hier bei. Ach, hier sind noch Lurker. Oder gehört es noch zum Nest? Oder bin ich gerade voll daneben? Wir waren doch hier schon mal. Oder nicht? Ja. Da würde ich gerne mal um Aufklärung bitten. Ich dachte eigentlich, dass wir hier schon mal waren, aber da habe ich mich nicht an brütende Lurker erinnern können und auch nicht, dass da Lurker-Eier waren. Deswegen kann mich da. Also ich würde mich freuen, wenn mir einer erklären könnte, wieso hier auf einmal wieder Sachen spawnen. Gut, es kann auch sein, dass einfach zu Beginn der Quest das dann dazu gespawnt wurde. Das kann ich aber mit Sicherheit nicht sagen. Das ist nur eine Vermutung. Wie gesagt, falls einer weiß, würde mich um eine Antwort freuen. So, die Frage ist jetzt, wir waren ja hier schon mal und ich habe dann gesagt, nee gut, wir gehen hier nicht rein. Wir werden einfach vom Haupteingang aus hinkommen. So. Alter. Dachte gerade schon. Na gut, da kann man einfach wieder hochspringen. Das hatten wir ja auch schon ausprobiert. Das nehme ich gerade nochmal einen Trank. Speicher nochmal ab. Ich habe ja dann entschieden, dass wir wann anders nochmal herkommen werden. Da ich, wie gesagt, dachte, man hätte vom Eingang der Mine aus hier nochmal herkommen können. Aber das war ja anscheinend dann doch nicht der Fall. Und des Weiteren frage ich mich, wie man. Okay, wir werden es einfach mal versuchen. Und wir werden dabei sterben. Okay. Aber ich habe es doch geschafft, da reinzuschwimmen. Wir waren das. Ja, dann versuchen wir es jetzt einfach mal. Wir sind hier immer ein bisschen Rambo jetzt und rennen einfach rein. Ohne vorher groß zu überlegen. Überlegungen kosten sowieso nur unnütz Zeit. Okay, dann, einfach rein. Also hier geht's ziemlich tief runter. Aber hier unten ist eine Fackel. Kann man da echt nicht vom Haupteingang aus rein? Ich will das gerade wissen. Auf jeden Fall sieht man hier die Minecrawler. Ich will gerade nochmal die Fackel rauspacken, damit ich es besser sehe. Jetzt habe ich jetzt gerade die eine Fackel verloren. Eine Frage, kann das sein, dass die Fackeln da liegen bleiben? Wie kam ich denn? Ich kam doch mal darüber, oder irre ich mich gerade? Komm! Ich hab's doch gewusst. Oh, da ist noch einer. So, ja, wir sind wieder in der guten alten roten Mine, schätze ich mal. Hab jetzt allerdings nur noch eine Fackel dabei, weil die irgendwie, wenn man dann neu lädt, oder ich habe zumindest gerade das Gefühl gehabt, dass dann irgendwie die Fackeln immer noch da liegen, wo man davor gestorben ist. Ich konnte mir das gerade eben gar nicht erklären. Ich weiß nicht, weil das dann noch so ein Dreckskerl ist. Ja, wir müssen jetzt auf jeden Fall aufpassen. Wir müssen auf jeden Fall aufpassen, dass wir nicht neu laden müssen. Sprich, ich will nicht sterben, weil dann sind die ganzen Fackeln hier wieder aus und da habe ich keinen Bock drauf. Denn ich will hier ein schönes Licht haben. Die Frage
Frage, die ich mir jetzt auch noch stelle, ist, wie weit kommen wir da an der Seite runter? Wo führt der Weg überhaupt hin und wo sind wir denn überhaupt? Genau, ich habe wieder einen Minecrawler. Aber der ist jetzt nicht das Problem. Außer es wäre ein Gepanzer da, aber das dürfte er nicht sein. Nee, es ist ein ganz normaler Roter. Und der bildet ja hier keine akute Gefahr mehr für unser Überlebens... was auch immer Gehabe. Die sind aber immer noch recht wenig. Ja, ja. Nein, ich dachte der... Ja, oder so. Danke für den netten kleinen Teleport, der uns direkt in perfekte Kampfposition brachte. Sehr freundlich, sehr aufmerksam, sehr, 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 sehr aufrichtig von Ihnen, Mr. Roter Minecrawler. Hier liegt das auf dem Boden. Okay. Die rote Mine. Stimmt. Jetzt hat sich das auch erledigt. Nee, nicht erledigt, aber jetzt sind wir wirklich in der Mine drin und nicht nur oben in dem Stollen. So, was mir jetzt noch gesagt wurde. Aber eine kleine Information über die rote Mine. Ich solle noch nicht anfangen, hier irgendwas zu hacken. Werde ich auch noch nicht machen. Wir werden uns das mal vormerken. Jetzt hoffe ich, dass ich mir das vormerken kann. Hier liegt übrigens auch ein Goldbrocken, das war mehr als einer. Man könne irgendwie, ich hab's nicht genau verstanden, oder was heißt nicht verstanden? Es ist schon ein bisschen länger her, dass ich es gelesen habe. Ich sollte aufpassen, irgendwie erst meine, weiß nicht, Kenntnisse verbessern oder sowas im Hacken, bevor ich loslege oder sowas. Kann ich gerne machen, wenn wir Zeit. Also wie ihr aber sehen könnt, die Mine ist nicht gerade klein. Und ich höre wieder Minecrawler und hier dürfte ein Goldklumpen sein. Jawohl, es ist kein Schwefelklumpen, es ist ein Goldklumpen. Ich würde auch mal gerne wissen, ob es hier einen gescheiten Weg raus gibt. Oder ob man hier nur durch die Grotte herfindet. Na gut, aber mit einem platzierten Sprung ist man ja auch direkt hier. Das ist ja auch kein Problem, soweit. Ich hoffe, ich bleibe jetzt aber nicht zu lange hier. Aber im Prinzip, wo habe ich mir das auch vorgenommen? Also, nee, wir machen hier keine Fehler. Ich habe gesagt, ich gucke mir die Grotte an. Jetzt muss ich das in Kauf nehmen. Dass die Grotte eben eine riesige Mine ist. Oh, der war schön. Ich muss ganz ehrlich sagen, wisst ihr, an was mich das hier erinnert, dieser Aufbau der Mine. Da ist eine Truhe. Aber das ist nicht das, was mit dem Aufbau der Mine zu tun hat. Das erinnert mich an die freie Mine aus der Mine-Mod. Die haben wir ja, war das nicht sogar die, die wir vor der Odyssey-Mod gespielt haben? Ich glaube schon, ja genau. Richtig. Das war die hier vor dieser Modifikation, das Let's Play von mir. Es kann auch sein, ich glaube, das ist in der Modder-Datenbank irgendwie, dass man da die Welten einfach sich... Weiß nicht, wie das genau vonstatten geht, dass man sich die rausnimmt und ein bisschen zusammenbastelt und... So in der Richtung, aber ich glaube, das ist das hier, weil an so eine Stelle erinnere ich mich hier. Deswegen, ja, ist mir nur gerade aufgefallen. Hier liegt übrigens noch eine Spitzhacke. Wir hatten zwar schon eine, allerdings kann man die trotzdem gut verkaufen. Hier hört man im Hintergrund wieder die... Weiß nicht, ich komme mir vor, als wäre ich hier irgendwo in so einer Kanalisation und über mir würden die ganze Zeit LKWs rumfahren. So klingt das hier. Hier haben wir eine Verwandlung in eine Blutfliege, in eine Fleischschwanze, ein paar Fackeln, Schwefelbrocken, Goldbrocken und Schwefel. Jetzt haben wir den Truhe wieder zugemacht, ist der Kopf wieder eingeklemmt. Hier haben wir so einen Minenkarren. Gibt hier sonst noch was? Ah, Fackeln, okay. Immerhin. Ich hab zwar schon gedacht, das sieht so, keine Ahnung, nach Axt oder... Der Schlüssel zum Hauptstollen. Ah. Jetzt frage ich mich aber, halt, sollten wir wirklich schon so tief hier eindringen oder... Oder mal gucken, rote Mine. Ich bin tatsächlich im Hauptstollen der roten Mine gelandet. Mal sehen, wie viel Gold und Schwefel hier noch zu finden... Hier noch so, wie viel ich hier noch so finden kann. Blöder. Vielleicht sollte ich mir aber vorher mal mehr... Genau, da steht sogar. Okay, da hat derjenige wahrscheinlich einfach nur... Ja... Gelesen. Und mir dann halt im Vorhinein gesagt, pass mal auf. Wahrscheinlich war das jemand, der dachte, dass ich es nicht lese und... Der hätte dann soweit sogar fast recht gehabt. Ja, gut, da würde ich sagen, wir reden erstmal mit Wenzel, bevor... Ich weiß nicht, sollen wir jetzt noch weiter rein und erkunden? Okay, und hier ist dann wahrscheinlich das eingestürzt. Oh. Das ist zwar hier der eingestürzte Weg und noch ein Schlüssel zum Hauptstollen.
Aber hier ist auch ein Ring und vor allem ein Trank mit also der Geschicklichkeit. Jetzt muss ich hier nur gucken, wir sollen einen Schwefel mitnehmen und die Fackel. Und ansonsten können wir wieder raus. Okay. Also gucken, was das für ein Ring ist. Ist das der hier? Leck mich am Arsch. Ring der Macht. Ich weiß nicht, hatten wir den schon davor und ich habe ihn wieder ausgezogen. Nee, das dürfte jetzt eigentlich ein frischer sein. Frisch hier. Jetzt frage ich mich halt, sollen wir hier wirklich noch ein bisschen erkunden? Wir gucken mal. Wir gucken mal noch so ein bisschen hier rum. Und zwar in der nächsten Folge. Würde ich sagen, hier im Hellen verabschiede ich mich dann mal. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.